Bonjour mes amis, ça va? Très bien. Heute werden wir uns weiter mit dem Passé Composé beschäftigen. Aber dieses Mal mit être. Letztes Mal haben wir schon avoir gemacht. Heute sehen wir, was zur Passé Composé, zu être gehört, welche Verben sind denn mit être konjugiert und so weiter. Okay? Also, aber du musst auch schon wissen, être bedeutet sein, ja. Bei avoir ist haben. Jetzt, wir haben hier zwei wichtigste Punkte auch irgendwie notiert, ja. Genauso wie beim avoir. Hier sind die Punkte, dass du immer merken musst, wenn du denn das Passé Composé mit être konjugiert möchtest. Okay? Erstmal musst du wissen, dass das Passé Composé, also bevor, um das Verb das Verb auszuwählen, pardon, ja, musst du ja schon wissen, ob es um ein Bewegungsverb geht oder ein Zustandverb oder auch eine reflexive Verb, ja. Also Bewegungsverb, das sind Verben, die zum Beispiel mit Bewegung zu tun haben, zum Beispiel gehen oder kommen, so. Und Zustandverben sind Verben wie stehen oder bleiben, rester, ja, poser, so, die in einem Zustand sich befinden, ja. Und reflexive Verben habe ich hier zwei Beispiele, es gibt auch mehrere. Se laver, also sich waschen, se sentir, sich fühlen, ja. Also das heißt, alle reflexive Verben, die auch in französischer Sprache Verbpronominal genannt sind, haben immer eine SE vor dem. Das bedeutet, dass man sich selbst was tun. Das heißt, wenn die Aktion ist irgendwie so rumgedreht zu die Person, die redet oder zum Subjekt, ja. Und das passiert mit être, muss man immer darauf aufpassen, dass das Partizip, also das konjugierte Verb, sich auf das Geschlecht bezieht, ja, und auch auf die Anzahl des Subjekts. Okay, das werden wir sehen in die nächsten Beispiele, die danach kommen. Okay. So, und das Passé composé mit être benutzt nicht so viele Verben. Ja, und die wenige, die man kennt, muss man einfach aufwendig lernen. Okay? Also, und da habe ich gedacht, es wäre besser, so eine, wie du gerade hier siehst, das Haus être, hast du bestimmt schon gesehen, mit die wenige, also einige Verben, die in Passé Composé, also die mit être benutzt werden oder sind. Da haben wir hier zum Beispiel rester, das ist hier bleiben. Descendre werden runtergehen. Sortir werden rausgehen. Partir werden gehen in dem Sinn von verlassen. Und arriver werden ankommen. Monter werden steigen oder ansteigen. Descendre ist auch aussteigen, wenn man von Bus aussteigt. Tomber werden runterfallen, wenn du hier siehst. Und Entrer werden reinkommen. Ja. Aller und partir bedeutet fast das Gleiche. Aber du siehst hier, es gibt einen kleinen Unterschied, dass wenn man aller benutzt, das bedeutet, dass man irgendwo hingeht mit einem Ziel. Zum Beispiel, je vais à l'école. Okay. Aber partir ist verlassen. Ja. Partir, man kann nicht sagen, je pars. Wenn du sagst, je pars à l'école, das ist nicht so viel definiert, sondern je vais à l'école ist besser. Aber partir de l'école ist besser, wäre gut, weil wenn du denn in dem Moment die Schule verlässt. Okay? Retourner werden zurückkehren. Rentrer kann man auch benutzen für entrer, ja. Aber rentrer ist zurückkehren in dem Sinn von, du warst irgendwo raus und komm wieder nach Hause. Retourner, wenn es sich zum Beispiel sich drehen um etwas. Ja? Also das heißt, je me retourne pour regarder les enfants. Also ich drehe mich, um Kinder zu sehen. Oder je retourne à l'école, ich gehe zurück zur Schule. Du sagst, ja.
Und venir werden kommen. Und dann revenir ist auch wie venir. Also wird er wiederkommen. Und passé, wie du hier siehst, werden vorbei laufen. Okay? Wie gesagt, être benötigt so viele Verben. Und wenn du schon das, was wir hier in das Haus, das Être-Haus haben, wenn du das schon kennen oder weiß oder schon benutzen kann, da hast du ungefähr 50% aller dieser Verben mit être schon geschafft. Ja, okay. Jetzt haben wir hier wieder so ein Beispiel von vorher, ja. Aber ein bisschen anders geschrieben, weil hier hat diese geht also alle Personen, die hier sind, gehen in ihrem Zimmer. Ja. Also da sage ich hier, Jazz est allé dans sa chambre. Also, merkt man hier, wie ich vorher gesagt habe, mit être, es passiert immer etwas. Man muss immer auf das Geschlecht und auf die Anzahl der Subjekte achten. Ja? Okay, beachten. So, hier haben wir Jazz weiblich. Et, weil wir être benutzt haben, dann bekommt das hier noch eine zusätzliche E. Okay, die Grundform davon wäre dann diese E-Akzent aigu. Aber wenn die Person weiblich ist und Einzahl, dann bekommen wir noch eine zusätzliche E. Okay? Jazz est allé dans sa chambre. Jetzt mit männlich. Dave est allé dans sa chambre. Männlich. Es passiert doch gar nichts. Warum? Weil, nicht weil wir être benutzt haben. Natürlich être ist schon richtig. Aber nur weil wir hier Dave männlich haben. Okay? So, und wenn wir denn Jazz und ihr Freundin, Jazz ist eine Copine, sont allés dans leur chambre. Also da haben wir weiblich zweimal, also das ist hier Mehrzahl mit S. Und weil sie beide weiblich sind, da haben wir eine zusätzliche E. Warum? Weil wir être benutzt haben. Donc sont allés dans leur chambre. Okay? Dann habe ich weiter, Dave et son copain sont allés dans leur chambre. Also, zwei Junge, männlich, Mehrzahl. Haben wir es, das ist okay, aber weil es hier um männlich geht, dann bleiben wir bei diesem Fall. Nur es wird dran gehängt. Und dann haben wir Jazz et Dave, sont allés dans leur chambre. Natürlich, Jazz et Dave hier wird irgendwie wie il, ILS betrachtet, dans leur chambre. Da hast du so. Okay? Also, Kumpel, wir haben passé composé mit avoir gemacht. Wir haben die Bildung von Passé Composé erstmal, ja, wie man das, wenn, also die Verwendung und die Bildung haben wir gemacht. Da haben wir avoir gemacht, jetzt être. Also, ich glaube, dass wir demnächst Passé Composé oder Imparfait, Passé Composé zusammen mit Imparfait machen werden, um zu vergleichen, wie die beiden Zeitformen benutzt werden. Okay? Allez, merci d'avoir regardé. Bonsoir.